Und damit seid mir gegrüßt, werte Brüderschaft, und willkommen zurück zu Warhammer Vermintide 2 und auf der Map Hail Scourge. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall zeige ich euch hier die Grim- und Tome-Locations und sollte irgendwas sonst sein, aber in die Kommentare damit. Das erste Tome ist direkt nach dem Start. Wir sind hier gerade oben erst angefangen, folgende Treppe. Also dementsprechend, ihr könnt es nicht verfehlen. Da vorne durchs Tor müssen wir als nächstes. Ihr könnt jetzt einmal hier unten runter. Ihr könnt aber auch auf der linken Seite runter. Kommt komplett aufs Gleiche. Sonst würdet ihr jetzt hier landen. Und hier hinter der Kiste ist das kleine Loch. Und da ist schon der erste Foliant. Das zweite Tome. Wir sind hier gerade übers Haus gesprungen. Wir sind dem Weg gefolgt durchs Haus. Dann seid ihr hier rüber gesprungen. Könnt ihr also dementsprechend auch nicht verfehlen. Jetzt müsstet ihr eigentlich der Brücke folgen. Wir gehen aber hier drüben rum, einmal um die Häuser rum. Lawina nutzt diesen Gang entlang. Und hier unten am Ende ist ein kleines Boot. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein mit dem Runtergehen. Und dort ist der nächste Foliant. Und wir sind beim ersten Grimm angekommen. Ihr seht, bei diesen abgestürzten Häusern hier. Dort ist das erste Grimm. Muss einmal kurz runter, weil. Wow. Weil der hat uns nämlich gerade angesprochen und dabei sind die beiden Helden runtergehüpft. Wir müssen aber eh hier runter, da ist das nicht so schlimm. Jetzt ist bloß die Frage, ob wir sie. Nein, wir bekommen sie nicht mehr, alles klar. Auf jeden Fall ist hier das erste Grimoire, was wir uns jetzt zu Gemüte führen werden. So, wir haben unsere also zwei Gefährten zurückgeholt. Wir waren gerade eben noch da bei den runtergestürzten Gebäuden, folgen jetzt den Weg, müssten jetzt eigentlich nach hier oben gehen. Dürfen aber kurz einmal einen Abstecher in den Turm hier machen, denn ganz oben im Turm liegt nächste Foliant, der dritte. So, da vorne ist der Turm, wir sind gerade dem Weg gefolgt. Oh mein Gott! Und jetzt braucht ihr einen Charakter, der eine Fernkampfwaffe trägt, um das letzte Grimm zu holen. Deshalb ist es ganz gut, dass der Slayer jetzt auch Wurfäxte bekommen kann, denn ihr müsst hier oben einmal das Ding da abwerfen. So, damit es platzt. Kommt die Leiter runter, ihr könnt hochklettern. Und dort liegt das zweite Grimoire. Und damit haben wir alles, was wir brauchen, um ins Ziel zu kommen. Und damit war es auch schon wieder mit dem Video. Werte Bruderschaft, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Verbesserungsvorschläge, Wünsche für andere Videos oder sonstiges, einfach in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ansonsten unten im Kreis könnt ihr gerne kostenlos abonnieren. Und ansonsten empfehle ich noch ein paar Videos oder Playlist. Ciao!